Es gibt Kunden, die sind in der Bewusstheitsebene noch nicht da, dass sie sich selbst über ihr eigenes Problem bewusst sind. Ich grüße dich heute im Außendienst. Ich möchte mit dir über das Thema sprechen. Ja, also Einwände, Vorwände allgemein. Mir geht es heute mal darum, wie dein Mindset zu deinem eigenen Produkt ist. Warum ich mit dir darüber sprechen möchte, der Grund ist ganz einfach. Frag dich mal innerlich, ja, ob du wirklich an dein Produkt glaubst. Ob du wirklich davon überzeugt bist, dass dein Produkt einen Mehrwert, deine Dienstleistung einen Mehrwert bietet. Warum? Wie gesagt, der Grund ist ganz einfach. Ich merke immer und immer und immer wieder, dass Verkäufer, wenn sie mir schreiben, auch meine Leute draußen, und da ganz unterschiedlich, dass es Leute gibt, die sich tierisch einfach tun mit der Einwand- und Vorwandbehandlung und dass das Thema riesengroß ist. Und für manche Verkäufer ist das so überhaupt gar kein Thema. Ja? Also, und da stellt sich ja schon die Frage, aus welchem Grund ist das so? Und aus meiner Erfahrung ein Teil, warum das so ist, natürlich brauchst du Techniken. Ja, wenn Einwände, Vorwände kommen, brauchst du Techniken. Techniken bedeutet für mich aber nichts anderes wie, du musst lernen, schlagfertig zu sein. Was ist schlagfertig? Wie beim Fußball, in Standardsituationen gibt es Mannschaften, die üben die so lang, dass die so eintrainiert sind, dass wenn die Situation kommt, die Dinge abspulen können. Und beim Verkauf ist es genau das Gleiche. Wenn zu mir einer sagt, heute noch eine Nacht drüber schlafen, dann spule ich Automatismen ab. Jedoch, nehmen wir mal das Beispiel, ich möchte noch eine Nacht drüber schlafen. Da merke ich immer wieder in meinen Trainings und auch selber bei meinen Verkäufern, dass dieser Voreinwand, und ja, dieser Einwand kann auch berechtigt sein. Also ja, es gibt Menschen, die wollen eine Nacht drüber schlafen, die muss man auch eine Nacht drüber schlafen lassen. Also bevor jetzt wieder irgendwelche Leute kommen, die mir jetzt sagen, ja, das ist unseriös, das ist drückerisch, wenn man da nochmal nachhakt. Wenn man ein tolles Produkt hat, muss man einen Kunden nochmal drüber nachts schlafen lassen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, bla bla bla, weil ihr habt ja in allem recht. Nichtsdestotrotz, jeder, der im Verkauf tätig ist, weiß ganz genau, es gibt Kunden, die sind in der Bewusstheitsebene noch nicht da, dass sie sich selbst über ihr eigenes Problem bewusst sind. Und wenn man quasi dann als Verkäufer dranbleibt, dann ist es auch so, und man die nicht eine Nacht drüber schlafen lässt, dann ist es auch so, dass diese Kunden zu 99,999% im Nachgang mir, das ist meine Erfahrung, dankbar sind, weil sie, wie gesagt, die Herausforderung, das Problem, die waren sich das dem gar nicht bewusst, die haben das noch gar nicht gesehen und sind heute sehr, sehr, sehr viel weiter, weil sie sich Hilfe gesucht haben, also Menschen, die diese Erfahrung schon gemeistert haben. Aber natürlich ist es so, wenn du deswegen dieses Video, wenn du natürlich vom Mindset her, von deinem Produkt, ich möchte nicht sagen, nicht 100% überzeugt bist, sondern einfach die Erfahrung gemacht hast, dass vielleicht von 100 Kunden ein Kunde nicht so ganz zufrieden ist und du jetzt von deinem Mindset die Einstellung hast, ist ja doch nicht für jedermann was, dann sage ich dir ganz offen, dann wirst du in dem Moment, wo Einwände, Vorwände kommen, nicht darum kämpfen, die Wahrheit zu erfahren. Nochmal, wenn ein Einwand berechtigt ist, lasse ich den jederzeit zu. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich möchte aber wenigstens herausfinden, ist der Einwand berechtigt oder ist er nicht berechtigt. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist noch irgendwas, Bauchgefühl, siehe voriges Video, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Bauchgefühl aus irgendwelchen Gründen schlecht ist, ja, also der Kunde sagt mir nicht wirklich die Wahrheit, da ist noch was tiefer, was er mir aktuell noch nicht sagen möchte, weil wir uns vielleicht erst eine Viertelstunde kennen, weil es ihm vielleicht auch peinlich ist. Das könnten alle Gründe sein, die dagegen sprechen, mir die Wahrheit zu sagen. Deswegen höre ich auf mein Bauchgefühl. Wenn ich die Einstellung habe, dass mein Produkt wirklich diesen Menschen hilft, mit dem ich in dem Moment telefoniere. Wenn ich die Einstellung habe, dass das der beste Preis ist, was aktuell auf dem Markt ist, also nicht das günstigste, sondern der beste Preis, das heißt Preis-Leistung. Wenn ich dieser Überzeugung bin und ich bin der Überzeugung, dass es diesen Menschen hilft, dann werde ich faktisch eins nicht akzeptieren, dass der eine Nacht drüber schläft, weil ich kann ihm ja helfen. Ich werde so lange bohren, bis er mir wirklich ernsthaft sagt, warum er diesen Vorteil aktuell nicht nutzen möchte.
Wenn du also das Gefühl hast, wenn dein Einwand, ein Vorwand kommt und deine Achseln gehen nach hoch, dein Kopf geht nach unten, du hast das Gefühl, ah, scheiße. Und vielleicht sogar, oder hast in der schlimmsten Situation, wenn du dir jetzt mal innerlich die Frage stellst, hey Mitch, darf ein Kunde eine Nacht drüber schlafen? Und du machst im ersten Moment so, dann tu mir den Gefallen, überprüf nochmal dein Produkt, aber überprüf auch dein Mindset. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn dein Mindset stimmt, deine Einstellung zu deinem Produkt stimmt, dann wirst du 80% der Einwände, behaupte ich heute auch schon, behandeln können. Aus dem einfachen Grund, weil du um dieses Produkt kämpfst und dann ist es Meinungsaustausch. Und wenn dein Kunde, also der Gegenüber, dir sagt, das finde ich nicht gut, dann wirst du dein Produkt, deine Dienstleistung verteidigen. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so. Natürlich gehst du nicht in den Schlagabtausch, deswegen brauchst du Techniken, dass du dann den Kunden mitnimmst. Nur wenn du erst gar nicht in diese Techniken reingehst, sondern sofort so machst, dann wird deine Einwandbehandlung nie erfolgreich werden. Nimm das bitte auf, arbeite an deinem Mindset, arbeite an deiner Einstellung, wenn du, wie gesagt, deinem Kunden nochmal eine Nacht drüber schlafen lassen möchtest, ohne darüber zu kämpfen, ob das der wahre Grund ist, dann überprüf nochmal dein Produkt, ob du wirklich daran glaubst. Folge mir für mehr Vertriebstipps. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche restliche Woche und verbleibe hier mit Vertriebsgrüßen. Dein Mitch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.